Jonas schreibt, bei mir ist der Sound total abgehackt. Hat es noch jemand als Problem? Ja. Nö. Wir haben jetzt bei irgendjemand haben wir Hall. Irgendjemand hat wohl Lautsprecher im gleichen Raum wie das Mikrofon. Also wenn möglich, irgendwie immer Kopfhörer oder Headset verwenden. Ansonsten muten. Oder ich muss euch muten. Du hast nicht nur coole URL im Namen, Karl, du hast ja ein cooles T-Shirt da. Man könnte fast meinen, Simon, ich hätte mich vorbereitet auf den Termin, oder? So, okay. Willst du gleich das Intro sprechen? Das kann ich gerne machen, ja. Sprich du doch mal das Intro. Ich nehme noch einen Schluck vom Cappuccino. Sehr gut. Ich lasse mal gerade noch jemanden aus dem Badebereich zu. Ja, herzlich willkommen alle zusammen zu der Session Sketchnote Basics, die ich mit dem Karl zusammen mache. Den Hauptteil macht der Karl. Ich mache jetzt ein kleines Intro vorneweg. Ihr habt ja vielleicht gesehen, Karl hat so ein Lernrock-T-Shirt vom LernOS Camp an. Es ist vor einiger Zeit, ist er der LernOS Sketchnoting-Leitfaden veröffentlicht worden. Der deutsche schon eine ganze Weile, den gibt es schon eine ganze Weile. Da kann man ähnlich, wie ihr es vielleicht von Working Out Loud oder dem LernOS für dich Leitfaden kennt, innerhalb von einem Lernsprint, also innerhalb von einem Quartal, das Sketchnoten lernen mit verschiedenen Übungen. Die werden da Katas genannt. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie Blut leckt, was das Sketchnoting angeht, könnt ihr gern. Könnt ihr gerne im Nachgang euch in so Gruppen 3, 4, 5 Leute irgendwie zusammenfinden und da dann quasi in Sketchnoten tiefer einsteigen. Aber wir haben gedacht, das macht Sinn, so ähnlich wie Karl-Heinz immer diese Twitter-Session macht, jetzt einfach mal so eine Basic-Session, also wo man die Grundlagen mal lernt, am Anfang zu machen, weil ihr dann vielleicht schon im Rahmen des Camps sozusagen eure ersten Erfahrungen machen könnt. Ne? Und dazu hat Karl, habt ihr vielleicht schon gesehen, ich glaube auf Twitter oder in Telegram hat es schon gepostet, ein Übungsraster vorbereitet, das er uns jetzt einführen wird. Falls jemand dabei ist, der das gerne in der Gruppe mit englischsprachigen Leuten machen möchte, seit dem 17. Oktober gibt es den LernOS Sketchnoting-Leitfaden auch auf Englisch und da werden wir sicher im Lauf der Session jetzt auch die Links dann posten, wo ihr da die Inhalte findet. Jetzt würde ich sagen, Bühne frei für den Karl und das Thema Sketchnoting. Ja, vielen lieben Dank fürs Intro, Simon. Ich habe gerade schon mal die URL für den LernOS Sketchnoting Leitfaden auf Deutsch gepostet. Da hat Elisabeth, könnt ihr reinschauen, da findet ihr die Webversion. Wenn ihr dahinter einfach ein Org eintippt als Länderänderung, kommt ihr auf den englischen Leitfaden. Da freuen wir uns richtig drauf, dass wir da Feedback zu bekommen. Das war ein gigantischer Meilenstein für uns. Wir sind ja ein Autorenteam von 7 Leuten insgesamt. Wir haben jetzt noch mal 2 Monate intensiv an der englischen Version gefeilt. Die ist jetzt auch am Start. Also lernos-sketchnoting.de oder .org, je nachdem, welche Sprache ihr da finden wollt. Cool, super. Ich wechsle gleich mal kurz meine Kamera, sodass ihr hier mit auf mein iPad gucken könnt. Aber bevor ich das mache, dachte ich, ich erzähle mal kurz 2 Takte zum Sketchnoten und zu dem, was wir hier in der Session gleich machen werden. Sketchnoting habt ihr bestimmt schon mal gehört oder gesehen. Visuelle Notizen, möglichst kompakt, vielleicht auch schön aussehend, aufs Papier oder aufs iPad zu bringen, dass man etwas hat als Erinnerungsanker in einer Konferenz, in einem Meeting, sodass man 2 Jahre später nochmal drauf guckt und sich denkt, oh ja, oh Mensch, habe ich jetzt 2 Jahre nicht dran gedacht, aber war cool. Und in dem Moment ist, weil man hat durch Sketchnoten mehr gemacht, als wenn man nur Texte schreibt, sondern man hat auch eine andere Gehirnhälfte mit ins Spiel gebracht, indem man sich da Gedanken über die Visualisierung, über die visuelle Komponente gemacht hat. Und das heißt, durch diese beiden Gehirnhälften, die ihr da in Start bringt, also das Inhaltliche auf der Textebene, wie schreibe ich das auf, wie kriege ich das visualisiert, habt ihr für euch erstmal eine bessere Verarbeitungstiefe. Ja, ihr macht euch mehr und andere Gedanken über das, was ihr da hört und notiert, habt dann aber natürlich auch einen anderen Zugang. Vielleicht eure Kolleginnen und Kollegen oder Leute auf Twitter haben anderen Zugang zu dem Thema, weil sie übers Visuelle gehen können und nicht allein über den Text. Und das ist
das Schöne am Sketchnoten, aber auch so ein bisschen die Schwierigkeit, weil wo fängt man da an zu zeichnen? So, wenn man sagt, so kann ich eigentlich nicht, ich mir irgendwie im Kunstunterricht abgewöhnt, dieses Zeichnen, weil immer alle gesagt haben, es ist ein bisschen scheiße aus, ja, oder könnte meine dreijährige Tochter besser? Und da lässt man sich dann vielleicht schnell von runterziehen und sagt, so kann ich einfach nicht als gegeben hin. Ich zitiere hier immer Mike Rohde, den Mann, der Sketchnoting als Begriff geprägt hat, dass es um Ideen geht und nicht um Kunst. Uns geht es darum, auf den Punkt zu kriegen, was war für euch wichtig in der Session? Und das sowohl in der Formulierung als des Textes, den ihr aufschreibt, als auch in den Bildern, die ihr benutzt, hinzukriegen. Und das ist das Wichtige, dass ihr da später noch drauf guckt und sagt, ah, okay, Mensch, ja, jetzt erinnere ich mich, das ist spannend. Ja? Und da hat man sicherlich auch manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten mit, sich so vom Perfektionismusanspruch und von dem, wie toll es aussehen könnte, wenn man nur 20 Jahre zeichnen würde, da muss man sich von trennen. Ja, auch vor allen Dingen jetzt in den Sessions, die 45 Minuten gehen, da Perfektionismusanspruch geht hier einmal schwupp über die Schulter und wir starten in die Session und machen praktisch was. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, das möchte ich jetzt gleich mit euch einmal teilen und guck einmal, dass ich hier meine Kamera ausgewählt bekomme und habe die einmal hier über den... Genau, die ist einmal hier über mein iPad ausgerichtet. Jetzt muss ich das iPad nur noch einmal vernünftig halten und vielleicht ein bisschen näher rangehen. Wie sieht das aus bei euch? Könnt ihr das einigermaßen lesen? Könnt ihr mir da mal ein Feedback zu geben? Ich kann es lesen als Feedback, ich kann es aber nicht scharf lesen. Also das, ich weiß nicht, ob du die Qualität noch ein bisschen erhöhen kannst oder das noch näher ran nehmen könntest und vielleicht das iPad auch so gerade halten, dass es, nee, anders, ja so genau, noch ein bisschen mehr nach links schieben, andere Richtung. Ja, so ist es besser. Dankeschön. So ist gut. Okay, wie ist das mit der Schärfe, Elisabeth? Hat das jetzt geklappt? Also die Schärfe... Ich weiß nicht, ob es an meiner WLAN-Verbindung liegt. Die ist okay, ich kann die Überschriften lesen, aber die Mini-Details könnte ich nicht lesen. Dann zoomen wir dann halt immer auch ein bisschen weiter rein. Ja, und genau, gucken, dass ja, wir es aber hinkriegen, ich glaube, zum Verstehen reicht es erstmal aus. Super, genau. Danke. Also perfekt, war wunderbar. Vielen lieben Dank fürs Feedback. Ja. Ich habe, Karl, ich habe dich ins Spotlight genommen, sodass alle dein Video groß sehen. Bitte niemand auf Spotlight beenden klicken, weil sonst ist Karl wieder weg. So kann man es ein bisschen besser lesen. Genau. Also diese Vorlage, in die ich jetzt gleich mit euch reinzeichne, habe ich, wie gesagt, ja gestern auch schon auf Telegram geteilt. Wenn ihr jetzt gerade Probleme habt, das gut im Detail zu sehen, könnt ihr auch einfach auf Telegram gehen. Simon schreibt gleich nochmal in den Chat den Link. Wenn ihr noch nicht im Telegram-Channel seid, könnt ihr da gerne reinkommen, könnt euch da diese kleine Vorlage einmal runterladen und euch dann in groß auf dem Bildschirm angucken. So, was wir jetzt machen, ist einmal die gemeinsam ausfüllen. Ich möchte mit euch über drei Basics sprechen beim Sketchnoten. Ich möchte mit euch sprechen über Layout, über Figuren und über Text und euch da 3 bis 4 Ratschläge mitgeben. Und dann in einen kollaborativen Teil kommen und mit euch gemeinsam Symbole zeichnen. Und zwar Symbole, die heute für euch und morgen auf dem CLC 20DA spannend sein können. Und da könnt ihr gerne auch schon anfangen, in den Chat zu schreiben und da Ideen zu sammeln für Symbole, die wir dann gleich gemeinsam zeichnen. Ja. Da Tobias hat die Hand gehoben. Wolltest du was sagen, Tobias? Ja, wollte ich. Ich habe nichts gesehen, aber jetzt habe ich gemerkt, das liegt am Together-Mode. Wenn man den Together-Mode anhat, dann sieht man anscheinend das Screensharing nicht. Jetzt habe ich ihn aus. Ja, passt. Und ich habe gerade die Grafik aus Telegram, poste ich gerade in den Chat. Die kommt gleich. Top, danke.
Super cool. Da ich den Chat nicht sehe, also in der Corporate Learning Telegram Group soll die Grafik sein? Ja. Aber schon länger her, ja? Da muss ich. Nee, ist von gestern Abend, Magnus. Gestern Abend, okay. Also ich hab den Link direkt zu dem Post mit der Grafik auch im Chat, da müsstest du direkt drauf kommen. Ich sehe ja da deinem Teams jetzt keinen Chat, wahrscheinlich, weil ich in der falschen Organisation bin. Nee, also bei mir, ich sehe auch keinen Check. Bei mir ist zwar Unterhaltung anzeigen, aber die ist leer, die Unterhaltung. Ah, wie witzig. Also es ist Teams. Also ich sehe dieses, ich sehe ja den Chat und ich kann ich das Bild auch runterladen. Ich poste gerade den Link zu dem Post nochmal in den Telegram-Chat, Corporate Learning Community. Dann haben wir es da als, schaut da rein, das ist dann der letzte Post gleich. Vielen lieben Dank. Cool, cool, cool. Supi. Dann lasst uns anfangen. Wir machen Basics. Vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten gehe ich mit euch gemeinsam durch diese Vorlage. Ihr stellt gerne Fragen, sprecht einfach rein oder schreibt im Chat. Den habe ich im Blick, wenn ihr den Chat seht. Ja. Danach zeichnen wir gemeinsam Symbole. Dazu erzähle ich dann aber was, wenn es soweit ist. Wenn ihr vor dem leeren Blatt seid und gleich um 12 Uhr in der Session sitzt und überlegt, wie gestalte ich denn das, wie mache ich das übersichtlich, dann gibt es ja grundsätzlich Tipps, die man machen kann. So, das heißt, entweder sich da in Spalten zu organisieren und zu sagen, man macht jetzt deutlich voneinander getrennte Spalten hier rein, macht vielleicht hier oben den Titel schön groß und arbeitet so. Das ist eine gute Idee. Und da einfach immer drauf achten, ein bisschen Platz zu lassen zwischen den einzelnen Spalten, sodass sich das irgendwie deutlich erkennen lässt, dass es sich hierbei um Spalten handelt. Ja, sodass die Wichtigste ist ja immer Nachvollziehbarkeit von der Lesrichtung. Also das ist immer die Schwierigkeit, so wenn man dann einfach drauf los skizziert und dann am Ende merkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da weiß ich vielleicht, wie ich das lesen würde, ja, aber die anderen halt überhaupt nicht. Und da bietet es sich total, entweder Spalten oder Zeilen zu machen, vielleicht zwei oder drei, nicht zu viele und auf jeden Fall gut Platz zu lassen dazwischen. Sagt mal, könnt ihr alles ganz gut hören und sehen? Gebt mal ein bisschen Feedback. Ja. Ja, passt. Wunderbar. Cool, super. Dann hier einmal, hier ist der Titel. Ach ja, die Idee ist, dass jetzt gleich dann, sobald wir es gemeinsam fertig gemacht haben, dass ich es dann zur Verfügung stelle im Dokument, also im Sessionplan, sodass dann alle darauf zugreifen können. Und ich muss gerade mich hier so ein bisschen eingrooven, weil ich habe einen ziemlich schlechten Winkel vom Schreiben her. Damit ihr es gerade seht, muss ich mich total schief machen hier. Cool, aber das kriegen wir hin. Zeichnet gerne mit, also wenn ihr da zu Hause sitzt gerade, nutzt die Zeit, entweder sich euch Symbole zu überlegen, die wir nachher sketchnoten sollen, oder auch mitzuzeichnen. Christel zum Beispiel, du kannst gleich mal hier den Stift schwingen, ja, und mitzeichnen. Mhm. Sophia hat gerade gefragt, was für eine Software du nutzt. Ich benutze Concepts auf dem iPad Pro mit dem Pencil 2. Ich bin super zufrieden, aber mein Hauptargument für Concepts ist, dass es das auch auf allen anderen Plattformen gibt und da sehr gut funktioniert, sowohl auf Android als auch auf Surface. Ja, und wie schaut es auf dem Ja. Okay. Frage nochmal. Da war eine Frage gerade, aber ich habe nur die Hälfte davon gehört. Ich habe auch wieder aufgehört zu sprechen.
Ich wollte fragen, wie es auf dem Mac ausschaut. Und da war ich unterwegs, diese Frage zu stellen und habe gemerkt, dass das der größte Bullshit unter der Sonne ist, wenn man es auf dem iPad nutzt. nee, das ist eine berechtigte Frage, Chris. Also ist das iPad natürlich komfortabler, weil dann hast du halt gleich den Stift, ja, und kannst damit loslegen und du hast halt du siehst direkt, was du machst. Mhm. Das ist ein Riesenvorteil, weil es Hand-Auge-Koordination daran zu gewöhnen, halt irgendwas mit einem Grafiktablett zu machen, wo du auf dem Bildschirm siehst, was du zeichnest, aber nicht auf dem Tablet, ist halt total schwierig. Das ist eine lange Umgewöhnung. Simon macht gerade sowas mit seinem Wacom One. Ja. Genau, also ich habe mir die Grafik in OneNote kopiert und zeichne jetzt quasi mit dem Wacom-Tablet in OneNote auf Windows 10. Geht aber auf dem Mac auch. Aber man braucht so einen Stift. Also ich würde... Hilft auf jeden Fall. Ja, also wenn du digital gehen willst, du wirst nicht glücklich, wenn du digital keinen Stift hast, wenn du das halt irgendwie mit den Fingern oder mit der Maus machst. Das bringt's gar nicht. Ja, da würde ich lieber immer sagen, analog zeichnen, einen vernünftigen, schönen, dicken Stift verwenden und danach mit Cam-Scanner ein ordentliches Foto davon machen. Dann bist du am Ende glücklicher mit dem Ergebnis, als wenn du irgendwie sowas improvisierst am Tablet. Ja. Weil Tablet ist halt schön für den Perfektionismus, ja, um es richtig cool am Ende zu machen, aber es verleitet halt auch dazu, immer und immer wieder Sachen zu löschen, neu anzufangen und tausend Sachen zu feintunen. Und wir wollen ja gerade daran arbeiten, so das aufs Blatt zu kriegen, in dem Moment das zu erfassen. Und da ist es manchmal, glaube ich, zielführender, das auf dem Papier zu machen, es einfach schnell hinzukriegen. Super, also ich zoome mal kurz raus. Ich habe gerade drei Layout-Vorschläge für euch gezeichnet. Die ersten beiden sind sehr klassisch, ja, also einfach in Zeilen und in Spalten zu arbeiten, Titel oben links zu setzen, da wo das Auge sowieso hingeht automatisch, immer schön Platz zu lassen zwischen den einzelnen Spalten. Alternativ dazu etwas zu machen, was so kreisförmig, also mit oder gegen den Uhrzeigersinn läuft, da vielleicht mit Pfeilen zu arbeiten, um die Leserichtung deutlich aufzuzeichnen. Und dann erst am Ende, wenn ihr das 4, 5 interessante Punkte aufgeschrieben habt, in die Mitte eure Quintessenz zu schreiben und das auch schön deutlich zu machen, da gut Platz auch für zu nehmen. Und das macht auf jeden Fall schon mal ganz gut was her. Da kriegt man gut die Aufmerksamkeit gelenkt mit dem Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn. Das sind, glaube ich, ganz gut nachvollziehbare Lesrichtungen und dann wirklich schön viel Platz lassen und das Wichtigste dann ans Ende. Genau, und die letzte Alternative hier ist einfach Zeichnung, Rohtext, lalala, hier zu machen, auf einem alternativen Blatt ganz viel euch aufzuschreiben, Ideen zu sammeln und dann am Ende wirklich nur eine einzige Idee aufzuzeichnen und vielleicht ein cooles Zitat dazu, schön groß darunter zu setzen, denn ihr müsst ja auch überlegen, das kommt dann in die Session-Doku, in ein elendig langes Dokument, ja, und so, wenn wir Adressatenorientierung hier denken, dann gucken die da vielleicht 2 bis 5 Sekunden auf eure Sketchnote drauf. Und vielleicht macht ihr euch auch einfach zu viel Stress, wenn ihr versucht, das alles zu dokumentieren. Dann schreibt doch einfach mit, macht euch ein paar Notizen, überlegt vielleicht ein paar Symbole und am Ende macht ihr eine einzige zentrale Idee. Cool. Gib mir mal ein bisschen Feedback. Zeichnet ihr gerade mit oder guckt ihr euch das interessiert an? Ja.
Wir hängen eigentlich ein bisschen, weil das mit dem Downloaden und dann ein in die App einladen und so, das hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Haltet's doch einfach mal in die Kamera. Oh, wow, wow. Marianne, bitte Kopfhörer auf. Das war ja ich habe eine Frage, warum du das iPad nicht dranhängst, also als, dass wir praktisch als Kamera dein iPad sehen. Warum machst du das nicht? Weil ich es nicht kann. Heißt? Ich hab gestern das versucht, mit einem Adapter zu lösen. Ich habe das Bild nicht gekriegt. Wenn du mir... Das? Nee, wegen einfach meiner Unfähigkeit. Ja, ja, weil in Zoom, glaube ich, wäre es ja sehr simpel. Teams weiß ich jetzt selber nicht. Seid ihr die Experten? Ach so, ja, nee, klar. Also ich könnte natürlich in Teams kommen mit dem iPad und dann meinen Bildschirm teilen. Das würde auch gehen, ja. 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 Das schaut toll, ja. Ja, also ist es für euch gerade so schlecht, dass ihr das nicht erkennt, sodass ich das auf jeden Fall machen sollte? Ist okay, aber es ist anstrengend für die Augen. Also wenn das eine andere Lösung gäbe für die Zukunft, wäre es auch cool. Da vielleicht auch generell eine Frage. Wenn du so, also ich habe dieses Sketchnoting früher in eher mit dem Bleistift an riesen Paperwalls in riesen Sessions erlebt, und da war immer das auch immer sehr interessant zu sehen, wie der Sketchnoter sozusagen live mitschreibt. Wie wichtig findest du diesen Punkt während der Session selber mit dem Sketchnoter in Aktion treten, zum Beispiel auch in den Pausen vielleicht, versus nur was für die Dokumentation haben? Weil ich glaube, wenn du da nur so in der Dokumentation hinterher deinen Stempel drauf drückst, dann ist es vielleicht gar nicht deins. Aber wenn du was für dein Team machst, dann musst du live mit dabei sein, selbst wenn nur einer zeichnet. Also ich würde die Frage einmal weitergeben in den Chat, weil ich bin gerade noch mal, ich hänge gerade noch mal hier in Teams mit dem iPad. Gebt mir noch mal eine Sekunde. Kann ich vielleicht gerade mal eine Frage stellen, weil ich gesehen habe, es zeichnen noch Leute in OneNote mit. Hat jemand einen Weg, in OneNote bei dem Stift schnell die Farbe zu wechseln? Kannst du ja, in OneNote kannst du ja nur verschiedene Stifte oben definieren, wo du dann umwählen kannst, oder nicht? Über das Menü. Ja. Oben, ne? Also du meinst für den aktuellen Stift die Farbe wechseln, ne? Das ist aufwendig, ja. Genau, also ich habe jetzt halt so einen Stift von einem Tablet und da ist so eine doppelte Taste drauf. Da habe ich mir jetzt auf die eine Taste schon das Löschen gelegt, ne? Dass man mit dem Stift auch löschen kann. Aber ich schaffe es irgendwie nicht, auf die zweite Taste mir eine andere Farbe zu legen, um die schnell oder den Farbwahlschalter zu legen. Also suchst du Shortcut für die Stiftfarben? Genau, weil ich während dem Zeichnen ja nicht ins Menü springen will. Ne? Ich habe das OneNote im Vollbild. Ja, weil das Wacom-Tablet selber bietet ja genug Möglichkeiten wahrscheinlich. Ne? Aber es hat keinen im Einsatz, oder? Nee, aber ich könnte es auch mal ausprobieren. Ich habe eins. Okay, wäre ich für einen Tipp dankbar. Ich guck mal. Also ich habe das gleiche Problem auch gehabt, aber noch nicht gelöst. Aber vielleicht fällt mir was auf ein. Ich hatte ja vorher noch die Frage gestellt für Linkshänder. Überhaupt kein Thema, oder? Also, weil ja nichts verwischt. Wenn du in der App direkt zeichnest, ja. Also, das ist immer, ich stelle das fest, ich habe auf Mural und Miro versucht zu sketchnoten. Das ist doof, weil man sich immer mit der Hand rumschwischt. Aber wenn du halt dieses Konzept oder ich jetzt nutze jetzt das, wie heißt das Auto, das Sketchbook oder was da alles für tolle andere Apps halt gibt, da hast du ja im Grunde genommen eine Erkennung, dass der Stift nur malt und dass du mit dem Finger nur das Blattfeld verschieben kannst oder so. Das ist halt schon wichtig. Super, danke. Hier in Concepts kannst du auch die Menüs auf die rechte Seite ziehen, sodass du da besser als Linkshänderin zugreifen kannst. Ja, und dann ist immer die Frage, wie gut erkennt das... Gudrun, ich habe gerade die Nachricht, deine Nachricht im Chat gesehen. Jetzt, ich sehe das nämlich nicht, wie...
ich habe kein Vollbild von meiner Kamera. Ich kann nicht erkennen, wie gut oder schlecht es auflöst. So. Es tut mir total leid. Ich habe es gerade noch mal in der App versucht, übers iPad reinzukommen. So, ich kriege es so spontan nicht hin. Das ist mega ätzend. Wird es irgendwie schärfer, wenn ich die Kamera verschiebe? Nee, ist irgendwie gleich. Also es liegt, glaube ich, auch gar nicht an der Kamera, sondern an der Auflösung, die bei dir rausgeht. Also es sieht so aus, als ob das so 320p Auflösung ist. Aber man kann die, gerade wenn du so reinzoomst und zeichnest, man kann zumindest sehen, was du zeichnest. Ach Mann, ist das blöd. Ja. Ich dachte, ich mache das halt mal heute auf dem iPad. Egal. Lass uns nicht von aufhalten. Eine andere Frage an dich. Weil du gerade diese Figuren so schön zoomst. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen mitzuzeichnen und meine Figuren, die sehen total schlimm aus. Also die sehen nicht schlimm aus, aber die sehen nicht gut aus, dass ich die teilen könnte. Wie kann man das irgendwie lernen, so total easy peasy leichte Figuren zu zeichnen, die aber nicht blöd aussehen? Also bei mir sieht das echt nicht schön aus und ich frage mich, wie du das hinkriegst. Die sehen ja alle nach Menschen aus, auch wenn die total einfach gepinselt sind. Oder gibt es da eine Anleitung für? Also was du hier siehst, ist 1:1 Bicablo. Bicablo hat wirklich richtig tolle Materialien. Da kann sicherlich gleich auch nochmal der Link in den Chat kommen. Kann ja jemand posten. Das einfach super simpel halten. Ein Kreis, ein Bogen. Und fertig, und ist eine Person. Und dann hilft ganz oft einfach ein bisschen Schatten noch dazu zu setzen oder so im Hintergrund was zu machen. Ja. Und dann klappt das. Also Bicablo hat mir da auf jeden Fall echt geholfen, weil ich vorher auch immer super komplizierte Figuren gezeichnet habe. Und wenn man das dann schnell machen will, geht das meistens schief. Hier ein Tipp, den ich da hätte, wäre eher mal einen dickeren Stift zu nehmen, weil das ganz oft hilft und dann die Form reduzieren. Also gar nicht so groß den Anspruch mitnehmen, dass das hier irgendwie ein wunderbares, tolles Comic-Männchen wird, ja, sondern einfach ein bisschen dickerer Stift und ein bisschen einfachere Linien und fertig. Frage, Tobias hier. Und zwar, ich habe das Konzept jetzt mal runtergeladen und wollte ich fragen, ist es ein One-Time-Purchase für alle Geräte oder muss man alles auf jedem Gerät wieder kaufen? Ich habe gesehen, zum Beispiel zoomen kann man in der Basic-Version nicht. Ja, also da würde ich dich bitten, nochmal im FAQ nachzugucken, so, weil ich habe es leider nur, ich kann es nicht sagen, ob es für alle Geräte dann One-Time funktioniert, was ja total toll wäre, aber kann es nicht sagen. Okay. Also hier einfach ein bisschen die Figuren reduzieren. Ich mache gerne halt so, wenn es jetzt einfach nur Leute im Hintergrund sein sollen oder ne, ein Team oder eine Gruppe von Menschen, ja, dann reicht es halt auch oft einfach nur ein bisschen was zu machen. Und allein dadurch, dass man halt jetzt hier die Augen ein bisschen verschiebt, gibt man denen schon Charakter. Ja? Dann macht man vielleicht noch Augenbrauen dazu. Ja? Und dann kriegt man schon was hin. Da ist, glaube ich, ein bisschen Zeit investieren und gucken, dass man sich da selbst irgendwie findet, wiederfindet. Ja? Aber nicht zu kompliziert machen, einfach simpel halten. So, jetzt, wenn ihr Gesichter zeichnet, also wenn ihr sagt, das soll jetzt mehr sein als nur einfach ein paar Leute im Hintergrund, sondern vielleicht die Protagonistin dieses Vortrags, das sind hier so Gesichtsformen. Guckt euch einfach eure Referentin genau an. Welche Kopfform hat die? Ist die eher so rund oder eher so eckig oder eher so spitz? Natürlich ein bisschen überzeichnet hier, ja. Aber wenn ihr dann loslegt, macht ihr erstmal ein U, lasst oben ein bisschen frei für gleich die Haare, die wir gleich zeichnen, legt dann einmal hier nach mit den Ohren
Ohren so ungefähr sind hier die gute, oben die Kante ist ganz gut für die Augenbrauen. Ich mache keine komplizierten Augen mehr, weil das macht mich immer nur irre. So, weil damit kann man so viel Zeit verschwenden, die perfekten Augen zu zeichnen. Sieht aber gar nicht so viel besser aus. Und jetzt einfach ein bisschen hier rumkritzeln für die Haarfrisur. Und das ist Simon Dückert, ganz eindeutig. In jungen, frischen Jahren. Ja, da, als der Schopf noch voll war. Da gibt es hier noch ein bisschen den T-Shirt-Schnitt drunter. Und fertig. Super, ich zoome mal so ein bisschen rein, dann erkennt man grob und verschwommen, wie Simon mal aussah, also seit der Erinnerung an die gute alte Zeit. Jetzt kleine Übung, wir machen ein paar Emotionen. Zeichnet mal bitte so 9 Augenpaare. Ihr könnt die machen hier als Striche, so wie ich es gerade gemacht habe, oder könnt auch Punkte benutzen. Wir können auch deine Vorlage gleich nutzen, weil es dir jetzt darum geht, das Gesicht drumherum zu zeichnen, ja? Also, ihr könnt auch die Vorlage nutzen, ja. Wir zeichnen jetzt erstmal nicht die Gesichter. Gesichter könnt ihr euch dann improvisieren mit den Kopfformen und wie wir es gerade mit den Haaren so ein bisschen improvisiert haben. Jetzt geht es einmal darum, mit Augen anzufangen und dann machen wir jetzt einmal das gute alte Strichmännchen-Bingo. Wir machen erstmal einmal, ich muss hier immer irgendwie den richtigen, die richtige Strichbreite auswählen. Super. So, macht mal einmal den lachenden Mund horizontal. Ungefähr so, also die oberen 3 einmal mit einem lachenden Mund, dann die Mitte einmal so neutral, einfach ein Strich, der so durchgezogen ist. Und dann einmal umgedreht der Mund nach unten. So, horizontal alles gemacht. Und jetzt gehen wir vertikal runter und wir machen einmal die Augenbrauen. Und da machen wir einmal hier, die so in die Mitte gebeugt sind. Und man sieht hier schon so leichte Unterschiede zwischen denen, der halt lacht und so schelmisch, ne, diebisch sich ins Fäustchen lacht, oder der einfach nur mega genervt ist, weil die scheiß Webcam nicht so scharf stellt, wie sie soll. Ja, kenne solche Probleme. Und das machen wir jetzt auch hier in der Mitte, einmal mit den neutralen Augenbrauen. Einfach nur traurig, bin einfach nur noch traurig, dass das nicht klappt. Und dann einmal mit denen, die so aufgestellt sind. Und also hier könnt ihr euch gut, hier könnt ihr es gut sehen, der ist einfach nur wütend. Ja? Der fragt sich einfach, kann ich das mit der Kameraeinstellung, kann ich das irgendwie noch korrigieren? Ich glaube nicht. Und dann, oh. Ich glaube, das war's für heute. Ja. Diese Aufzeichnung der Session wird auf jeden Fall nicht wirklich brauchbar sein, Simon. Ja, ich sag nur. Oh. Der Michael schreibt im Chat, so schlimm ist das gar nicht gerade. Ja, aber ich muss jetzt drauf rumreiten, so, um dann am Ende mich da irgendwie rauszulavieren. Zum Mitzeichnen ist es fantastisch. Alles toll. Super, sehr cool. Genau, und dann guckt ihr für euch mal so ein bisschen, welche von euch sprechen euch da an. Da kann man jetzt so 2, 3 auf jeden Fall gut von verwenden und vor allen Dingen hier so ein bisschen so den fiesen Typen im Hintergrund oder so, ne, die böse Gesichtsausdrücke oder einfach nur ein bisschen Traurigkeit nochmal mit den Augenbrauen deutlich darzustellen. Das kombiniert ihr dann einfach mit euren einfachen Kopfformen
mit ein bisschen T-Shirt-Ausschnitt und denkt dran, macht es nicht zu kompliziert, nehmt eher einen dickeren Stift und haltet euch da nicht zu lange mit auf. Weil dann erst kommt richtig der Anspruch. Nochmal, weshalb nimmst du den dickeren Stift? Weil du dann einfach weniger Details machst. Also dann kannst du dich darauf konzentrieren, wie ist die Linie. Also sie wirkt auch besser. Ja? Mhm. Also wenn du einen ordentlichen, dicken Aufschlag hier hast und die Linie einfach schön versuchst gerade zu ziehen, so, dann wirkt das gleich ganz anders auf dem Blatt, ja, als wenn du versuchst, irgendwie mit einem Kugelschreiber schnell mal irgendwie, ne, zwei, drei Sachen drauf zu zeichnen, so, weil das hat nicht die gleiche Wirkung. So. Und wir kamen ja eben gerade, die Frage war ja, wie kriegt man das hin, Figuren zu zeichnen, die nach was aussehen auch und trotzdem simpel sind. Und ja, da hilft es auf jeden Fall auch mal, sich ein bisschen den dickeren Stift zu greifen. Time Management funktioniert richtig gut gerade. Ja? Also nicht mit Symbolen zeichnen, werden wir nicht so viel Zeit haben gleich. Aber ich sehe schon im Chat, ihr gebt auf jeden Fall hier gute Tipps auch für Bücher und für weitere Tipps. Ich kann nur sagen, auf lernos-sketchnoting.de findet ihr auch ein Kapitel zu Ressourcen. Und das sind sowohl Leute, denen man auf Twitter folgen kann, als auch interessante Blogs, als auch Bücher. Und das ist eine schöne, lange Liste. Einfach unter Ressourcen auf lernos-sketchnoting.de gucken und bei allem, was ihr hier schon geschrieben habt, Bicablo, Usmo, ja, kann ich nur bestätigen, das sind auf jeden Fall gute Tipps. Wärt ihr so nett und könntet den Chat, bevor wir die Session enden, nachher nochmal irgendwie rauskopieren, vielleicht in das Google Doc oder so stellen mit den tollen Tipps, ja, für also die Ableute, die keinen Chat haben? Zumindest die Links und die Buchtipps ziehen wir alle rüber, ja. Super, danke. Super. Dann würde ich sagen, hier haben wir ein bisschen was zu Figuren gemacht. So ein bisschen Fläche, einfach schön mit dem Textmarker die Leute ausfüllen oder so ein bisschen im Hintergrund einfach einen Horizont stellen, bringt auch schon ganz viel. Ja. Kommen wir zum Text. Ihr seht, ich schreibe eigentlich super langsam hier und ich mache halt für mich... Ich zeichne das mal hier für euch mit. Ich versuche ein bisschen mehr drauf zu konzentrieren. Und ich glaube, etwas, was gleich ganz viel Qualität reinbringt, aber natürlich erstmal so ein Umdenken ist, ist viel, viel langsamer zu schreiben, als man es normalerweise mit der Handschrift machen würde. Und sich ein darauf zu konzentrieren, die Linien schön sauber auszuziehen, vielleicht auch ein bisschen größer zu schreiben, als man es normalerweise machen würde. Und jetzt sagen natürlich einige, Kai, wenn ich so langsam schreibe wie du, dann kriege ich aber auch nur 20% aufgeschrieben. Und dann frage ich dich, liebe Fragestellerin, wie viel Prozent möchtest du dir denn merken von der Session? Wie viel kannst du dir merken? Sind es vielleicht dann die 20%? Ja, die du hier aufgeschrieben bekommst in der langsamen Version und dann lieber dich ein bisschen frei machen von dem Zwang, alles stichwortartig mitnotieren zu wollen, sondern geh nur auf die Highlights ein, feil noch ein bisschen an den Formulierungen, lass dir Zeit, schreib eher dann nochmal ein bisschen weniger auf und dafür dann ein bisschen, also deutlicher, schöner zu lesen. Allein durch dieses, was ihr hier seht, mit groß, allein, dass man die Buchstaben schön so ein bisschen in die Länge zieht, kriegt man schon ein interessantes Schriftbild, was gut wirkt auf dem Blatt. Ja, das ist ein guter Tipp. Hier ganz wichtig, wenn man so Sprechblasen oder irgendwas macht, schreibt erst den Text. Nicht so wie ich hier, ja, der erst die Sprechblase geschrieben hat, sondern macht erst den Text fertig und macht dann irgendwie einen Kasten drum oder eine Sprechblase. Das ist ja sonst immer das Schwierigste, wenn man noch nicht so genau weiß, wie groß die eigene Handschrift ist, dass man halt sich irgendwie reinquetscht
in solche Blöcke, die man sich dahin gemalt hat und dann am Ende die letzten drei Buchstaben irgendwo hinquetscht. Also macht erst den Text, zeichnet dann die Blase drum. Und ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt, über die Frage von eben nachzudenken. Und zwar, die war ja, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe, ob man nicht vielleicht doch den Anspruch hat, so mehr zu zeichnen, als jetzt einfach nur ein, zwei wichtige Ideen, sondern für die Kolleginnen und Kollegen, dass halt dann auch noch mehr sein müsste. Das ist natürlich total entscheidend, für wen ihr das macht, wie ihr dann auch die Sketchnote nutzen wollt, ob ihr dann euch da konzentriert auf eins, zwei Kernideen oder versucht, das wirklich in der Gänze die Session abzubilden. Und da hast du natürlich als, sag ich mal, als Graphic Recorderin einen ganz anderen Anspruch. Wenn du gebucht wirst, um halt einen guten Abblick der gesamten Veranstaltung für alle Teilnehmenden zu bieten, dann ist dein Anspruch natürlich super hoch und du versuchst das alles irgendwie zu fassen und zu fassen zu kriegen und deutlich zu sein. Ja? Aber dann, wenn nur um euch geht oder nur um eure Kolleginnen und Kollegen, denen ihr was beipoolen wollt, dann könnt ihr das für euch oder müsst ihr das für euch natürlich steuern, wie umfangreich es da sein kann. Cool. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Also Text würde ich sagen, ganz gut, wenn man zwei verschiedene Stifte hat, zwei verschiedene Stiftdicken auch. Auf jeden Fall mit einem, ich arbeite halt gerne auch mit einem farbigen Stift für den Text, einfach um das abgrenzen zu können, muss aber nicht sein. Aber was auf jeden Fall hilft, sind zwei Strichdicken zu haben, sodass man halt auch gute Überschriften setzen kann. Und da einfach vielleicht etwas, was doppelt so dick ist als der dünnere Stift, so als Orientierung. Und dann nach eurem Gefühl, so was ihr auch für Stifte habt. Ja. So, ich habe mich ein bisschen verquatscht. Das, wenn ich es richtig sehe, haben wir nur noch so ein paar Minuten. Simon, wie lange haben wir noch? 3 Minuten haben wir noch. 3 Minuten, dann gebt doch einfach jetzt noch mal ein paar Symbolwünsche mit rein. Schreibt mal ein paar Symbolwünsche in den Chat. Und ich setze mich einfach gleich nochmal hin und zeichne nochmal ein paar Ideen davon auf. Die kommen dann gleich in das finale Dokument, was in den Sessionplan mit reinkommt. Wenn ihr im Sessionplan ganz runterscrollt, also komplett bis ans Ende, dann findet ihr die Doku zu dieser Session. Und da werde ich gleich auch dieses Dokument, was wir gemeinsam machen, mit nutzen. Okay, ich schreibe mit Ziel, Diversität. Elisabeth, du fragst Farben mit reinnehmen. Ist das jetzt ein Wunsch für ein Symbol oder ein Tipp, wie man da mit Farben arbeitet in Sketchnotes? Netzwerk, Vision. Corporate Learning, bitte, ich kann nicht schreiben. Okay. Das ist eher eine Frage, schreibt Elisabeth, zu den Farben. Okay, also es ist wirklich dein Gefühl, ja, wie du es machst. Ich höre ganz oft eine Empfehlung ist erstmal Farben zu reduzieren, ja, und ein ordentliches Schwarz und eine gute Farbe und ein Grau als Schatten und damit fährst du sicherlich richtig gut und kriegst einen guten Durchschnitt hin. Ich habe mich ja hier in den Farben jetzt an der CLC-Community und an dem CI orientiert. Finde, das sind gerade noch genug Farben, dass man es interessant machen kann und ein bisschen Unterschiede sieht. Cool, super. Wartet, ich habe noch einen Tipp haben wir noch. Ach ja, genau, ihr seht jetzt gerade, wenn ich hier so reinscrolle, so sieht eigentlich meine schnelle Schrift aus. Ja? Also wenn ich gleich weiß, in 5 Minuten kann ich mich noch erinnern, dass das hier Einsparung ist. Ja? Mehr brauche ich nicht zu wissen.
Das nur mal so als kleine Entspannung, so um zu sagen, ich habe auch voll die Sauklaue. Ja. Nur wenn ich mich anstrenge, trainiere und Zeit lasse, habe ich eine etwas besser lesbare Schrift. Ja. Und wie der Unterschied dann bei euch ist, kommt einfach auf euch an und die Zeit, die ihr für eure Sketchnote aufwendet. Cool. Super, damit sind wir offiziell durch. Ich habe es leider, positiv formulieren. Ich hoffe, ich konnte euch was mitgeben. Ich habe im Chat ganz viele tolle Symbolideen bekommen. Die setze ich gleich noch rein. Um 12 Uhr habt ihr ein Dokument. Und wir kopieren die Quellen aus dem Chat in den Sessionplan oder in die Session-Doku und wünschen euch ganz, ganz viel beim Sketchnoten. Ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Freude, positive Erfahrungen. Zeichnet viel, macht was Tolles. Punktlandung, danke dir. Vielen Dank.